Das Triduum ist ein Begriff, der die größte Feier des Christentums bezeichnet. Es sind die drei Tage, die jetzt kommen. Es ist der Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und Ostern. Und wenn jemand ein bisschen Latein kann, also Triduum, das ist die Dreiheit oder zu dritt, es geht, also in diesem Wort ist schon beinhaltet, dass es drei Tage sind. Und ich habe eigentlich vier Tage gezählt. Und das ist ein bisschen paradox, aber eigentlich ist die Feier des Triduums, sind drei große Liturgien, die Liturgie vom Gründonnerstag, die Liturgie vom Karfreitag und die der Osternacht. Der Ostersonntag ist sozusagen ein Anhängsel an das Ganze. Ich will den nicht kleiner machen, aber er gehört eigentlich nicht zum Triduum. Diese drei großen Feiern an diesen drei heiligen Tagen gehören zum Kern des Christentums. Das ist die wichtigste Feier im Laufe des Jahres. Und vielleicht wundert sich jemand, warum ich von einer Feier sage. Aber wenn man ganz genau in das Mechbuch hineinschaut und ein bisschen blättert, wird man merken, dass wenn der Priester am Gründonnerstag die Liturgie mit dem Kreuzzeichen beginnt, gibt es eigentlich kein Kreuzzeichen mehr bis zur Besendung nach der Liturgie der Osternacht. Also wir beginnen die Messe vom letzten Abendmahl mit einem Kreuzzeichen. Es gibt keinen Schlusssegen. Die Karfreitagsliturgie vom Leiden und Sterben Jesu beginnt ohne Kreuzzeichen und endet auch ohne den Segen. Und die Liturgie der Osternacht beginnt auch ohne Kreuzzeichen, endet aber dann mit dem Segen. Also man sieht, man beginnt mit dem Kreuzzeichen am Gründonnerstag bei der Messe vom letzten Abendmahl und der Segen findet erst in der Osternacht statt. Also das ist eine einzige Feier mit Unterbrechungen für Schlafen, Essen und andere fromme oder weniger fromme Tätigkeiten. Und das ist einfach eine bisschen andere Zeitrechnung. Diese drei Liturgien sollten auch die einzigen Liturgien, die an diesen Tagen gefeiert werden. Das heißt jetzt auf Deutsch gesagt, wenn in einer Pfarre oder in einer anderen Kirche die Messe vom letzten Mal gefeiert wird, dann darf für diese Gemeinde, also für die normalerweise gefeiert wird, nur eine Messe vom letzten Abendmahl gefeiert. Also nicht um 16 Uhr und dann noch um 18 Uhr, sondern nur eine. Und so ist es mit all den drei Liturgien. Ja. Und vor der Messe vom letzten Abendmahl, also noch vor dem vor diesem Triduum, feiert die Kirche eine bisschen andere Messe. Das ist eine alte Tradition, die Chrisammesse. In dieser Messe geschieht eigentlich eine wichtige Sache, die andere ist ein bisschen weniger wichtig. Die wichtigste Sache ist, dass neue Öle geweiht bzw. gesegnet werden, die man für die Spendung der Sakramente braucht. Also diese heiligen Öle braucht man für die Taufe, für die Firmung und für die Priester und Priesterweihe, also Diakonenweihe, Priesterweihe und Bischofsweihe. Und für die Krankensalbung. Also ohne diese Öle kann die Kirche eigentlich nichts machen. Und normalerweise wird diese Liturgie am Donnerstag, am Gründonnerstag in der Früh gefeiert. Es besteht die Möglichkeit, also es einfach in dieser Woche vor der Osternacht muss sie gefeiert werden, am Ende der Fastenzeit. Da aber am Karsamstag nur die Osternacht nach dem Sonnenuntergang gefeiert werden darf. Am Karfreitag gibt es keine heilige Messe und am Gründonnerstag
ist die Messe vom letzten Abend mal am Abend, muss man vorher diese Messe feiern, also diese Krisammesse. Und sie wird normalerweise in den Domkirchen, also in den Kathedralen, da wo der Bischof zu Hause ist, oder in anderen wichtigen Kirchen gefeiert. Und wie gesagt, das ist eine sehr wichtige Liturgie, weil dort diese Öle geweiht, gesegnet werden. Das Zweite, was da noch geschieht, da erneuern normalerweise auch die Priester ihr Versprechen, das sie bei der Weihe gegeben haben. Aber das ist etwas für die Priester und nicht so interessant für die Allgemeinheit. Diese Krisammesse wird gefeiert, weil vor dem Gründonnerstag sollten alle Öle, die Materie dieser Sakramente, vernichtet werden. Und auch wenn man ins Messbuch genau hineinschaut, wenn die Gründonnerstagsliturgie am Abend beginnt, sollte im Tabernakel kein Allerheiligstes sein. Es gibt Klöster zum Beispiel, wo nach der Frühmesse am Mittwoch die Brüder sich einfach auf das Allerheiligste stürzen und das alles aufessen und nur ein paar Hostien lassen für die Kranken, damit dieses Zeichen ganz stark wird. Es gibt nichts. Die Kirche ist irgendwie sinnlos am grünen Donnerstag bis zu der Krisammesse. Also sie kann keine Sakramente richtig spenden, das Allerheiligste ist weg, es ist nichts da. Und das ist auch eine große Einladung, um in die Liturgie des Gründonnerstags am Abend einzutauchen, sich damit auch ein bisschen auseinanderzusetzen und in diese scheinbare Nutzlosigkeit einzutauchen, weil Gott ist derjenige, der alles für uns tut, der alles für uns macht. Und als Kirche sollten wir auch das immer wissen. Das ist ein bisschen der Sinn, auch der verborgene Sinn der Krisammesse. Ja, und es ist vielleicht auch nützlich, am grünen Donnerstag, an diesem Tag, bevor man zu der Liturgie hingeht, am Abend, mit dem Leben abzuschließen. Also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es geht darum, mit all dem abzuschließen, was das letzte Jahr ausgemacht hat. Sich einfach zu sagen, jetzt setze ich eine Zäsur, einen Schlusspunkt und jetzt beginnt alles neu. Ja, jetzt zu der Messe vom letzten Abendmahl selbst. Das ist im Grunde genommen eine ziemlich gewöhnliche Messe. Da gibt es nichts Besonderes, außer dass es feierlich gefeiert wird. Sind all die Elemente, die eine normale Messe ausmachen, da und auch nicht viel mehr. Das einzige Element, das dazu kommt, ist die Fußwaschung. Und diese Fußwaschung wird im Lateinischen Mandatum genannt und das kommt von, das ist einfach das Wort für das Gebot. Ja, ganz einfach. Mandatum, Gebot und damit wird auch die Fußwaschung bezeichnet. Das ist wichtig, wenn wir ein bisschen später auch darauf schauen, was in dieser Liturgie so zentral ist. Und man kann sich fragen, was man in dieser Messe eigentlich feiert. Zwei Dinge fallen gleich auf. Also Messe vom letzten Abendmahl, ja, das ist die erste Messe, die Jesus gefeiert hat, also nach katholischem Verständnis. Und ja, da feiern wir anscheinend, dass die Eucharistie eingesetzt wurde, also als eine Feier. Und das ist die Einsetzung der Eucharistie. Und auch traditionell feiert man auch die Einsetzung des Priestertums. Wie gesagt, mit der Eucharistie ist es eine einfache Sache. Das ist die erste, die je gefeiert wurde. Das feiern wir auch jetzt. Und mit dem Priestertum ist eine bisschen kompliziertere Sache. Weil wenn man davon spricht, dass hier die Einsetzung des Priestertums gefeiert wird, gibt es
ein bisschen ein Missverständnis, weil darunter versteht man meistens das Amtspriestertum, also dass es Priester gibt, die die Messe feiern, zum Beispiel, also der Messe vorstehen. Und das ist zwar auch richtig, aber es ist eigentlich nicht das, was in dieser Feier zur Sprache kommt. Weil wessen Priestertum feiern wir eigentlich in dieser Liturgie? Das Jesu Christi. Es ist manchmal in unserer Vorstellung so, dass Jesus der hohe Priester ist, was er auch ist, und deswegen kannte er sich mit diesen Dingen ziemlich gut aus. Aber Jesus war ein ziemlich einfacher Typ, also der Sohn eines Zimmermanns, er war irgendein Handwerker, genau wissen wir nicht, was er da getan hat, aber Handwerker war auf jeden Fall. Er war kein Priester, er war auch kein Levit, er war nicht aus dem Geschlecht Levis. Und also, wenn er in den Tempel ging oder betete, tat er wie jeder andere Jude auch. Und auf unsere Begriffe übersetzt, Jesus war ein Laie, sein ganzes Leben lang. Er war ein Laie, ohne irgendwelche besonderen Kenntnisse und über das Priestertum und ohne irgendwelche Fähigkeiten, die ihm durch die Abstammung zugesprochen werden könnten. Bis zu diesem Abend. An diesem Abend wird Jesus Priester. Und an diesem Abend feiern wir eben diese Tatsache, dass Jesus der Priester geworden ist. Ja, was hat das mit mir oder mit dir zu tun? Weil besonders hilfreich ist es nicht nur zu wissen, dass Jesus dort sein Priestertum erhalten hat. Naja, das Zweite, was hier gefeiert wird, was wirklich gefeiert wird, ist diese Tatsache, dass das allgemeine Priestertum hier eingesetzt wurde. Klar ist es, wir werden durch die Taufe, wird uns dieses allgemeine Priestertum verliehen, also allen Christen, Laien und den Geweihten, genauso und gleich. Aber hier sieht man, was dieses allgemeine Priestertum eigentlich bedeutet. Und das schauen wir uns genauer an, worum es hier geht. Ich habe am Anfang gesagt, dass in dieser Liturgie der einzige Ritus, der wirklich anders ist als bei anderen Messen, die Fußwaschung selbst ist. Es handelt sich um das Mandatum und nicht um die Einsetzung der Eucharistie. Also das ist das Zentrum dieser Liturgie. Das fällt auch gleich ins Auge, wenn man zu dieser Messe vom letzten Abend mal kommt. Das Einzige, was anders ist, ist die Fußwaschung. Und was geschieht, warum das so zentral ist? Ja, um das zu verdeutlichen, braucht man nur dem Evangelium zuzuhören. Im Evangelium selbst wird nicht der Bericht über die Eucharistie gelesen. Und wenn man das Johannesevangelium durchliest, da berichtet Johannes auch davon nicht. Also die Worte, die Jesus beim letzten Abendmahl gesprochen hat. Da ist etwas anderes im Zentrum und das Evangelium spricht zwar vom letzten Abendmahl, aber nicht von der Eucharistie, sondern von der Fußwaschung. Deswegen ist das auch zentral. Und was geschieht denn da? Es ist ein ziemlich einfacher Ritus, braucht man nicht lange überlegen. Jesus hat seinen 12 Jüngern die Füße gewaschen. Und heute ist es ein bisschen feiner als damals, also der Hauptzelebrant nach der Predigt. Der zieht das obere Gewand aus, also das Messgewand, also das, was er feierlich trägt, und bleibt nur in der Albe, in dem weißen Untergewand.
So war es auch bei Jesus. Er hat sein Obergewand runtergenommen und nun im Untergewand seinen Jüngern die Schuhe gewaschen. Und dann geht der Priester immer zu den 12 Ausgewählten. Nach der Tradition hat man immer Männerfüße gewaschen, aber heutzutage ist es auch freigestellt. Das ist nicht so wichtig, also das Geschlecht oder das Alter, sondern dass es Christen sind, obwohl der Papst auch anderen die Füße wäscht. Aber das ist ein besonderes Zeichen. Aber diese 12 Leute, die da sind, denen werden die Füße gewaschen. Die ziehen ihre Schuhe aus, ihre Söckchen und wahrscheinlich haben sie ihre Füße vorher gewaschen. Und dann wäscht der Priester ihre Füße und meistens nur einen, damit es nicht zu lange dauert, und küsst auch diese Füße. Was geschieht in diesem Ritus? Also es sind 12 Leute, es sollten 12 Leute sein, weil sie auch, diese Zahl für etwas steht. Es sind nicht 7, nicht 3, nicht 5, nicht 15, sondern 12. Sie stehen für die 12 Stämme Israels, für die Gesamtheit des Volkes Gottes. Und wenn man will, kann man auch darunter alle Menschen verstehen. Also, sie repräsentieren die ganze Menschheit, diese 12, die da vorne sitzen und denen die Füße gewaschen werden. Der Priester handelt, wie Jesus gehandelt hat, und er steht für ihn. Das ist nicht so kompliziert. Das, was dort geschieht, ist dieses Mandatum. Jesus kniet sich nieder, also Gott kommt zu uns Menschen, kniet sich vor jedem von uns nieder und wäscht uns den Dreck von unseren Füßen. Was ist das ein Priestertum? Das für ein Priestertum, das Jesus hier repräsentiert. Klar geht es auch um die Eucharistie, aber das, was Jesus in dieser Feier tut, diese Fußwaschung, wird Mandatum genannt, aus einem Grund, weil im Johannesevangelium im 13. Kapitel dieses Gebot steht. Ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Das ist dieses Mandatum, dieses Gebot, das ist der Sinn der Fußwaschung. Wer ist also der Priester? Immer der Mensch, der dem anderen Menschen dient, der ihn liebt, der sich vor ihm hinkniet. So ein Priestertum feiern wir heute, an diesem Abend. Und die ganze Kirche ist auch dazu eingeladen, das so zu feiern. Und weil Jesus der Hohepriester ist, der die höchste Gabe gegeben hat, sein Leben am Kreuz für uns alle. Das war sein Liebesdienst. Und wenn wir in dieser Feier das allgemeine Priestertum feiern, das uns alle betrifft, jeden ohne Ausnahme, dann ist es ein Zeichen dafür, was unsere Aufgabe in diesem allgemeinen Priestertum auch ist. Anderen Menschen die Füße zu waschen, die Füße der Welt zu waschen. Und das kann auch ziemlich anstrengend sein. Es gibt auch irgendwo in Frankreich ein Bild von der Fußwaschung, wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Und der erste war Petrus, dem die Füße gewaschen wurden. Und das ist ein ziemlich lustiges Bild, weil dort sich die anderen Jünger die Nasen zuhalten. Also es muss ziemlich gestunken haben. Oder das war die Vorstellung des Künstlers, dass diese Füße wirklich dreckig waren. Und das wird schon zutreffen. Gestunken haben sie wahrscheinlich nicht so, weil man hat nicht unbedingt Schuhe getragen, sondern irgendwelche Sandalen, die offen waren. Und so schlimm war es nicht. Es war lüftig und meistens trocken. Aber sie waren wirklich dreckig. Und heutzutage, wenn die Fußwaschung in der Kirche stattfindet, ist es also ganz fein eigentlich. Also man streckt den Fuß aus, da wird Wasser drüber gegossen, ein bisschen abgetupft mit dem
Handtuch, aber im Grunde genommen sind die Füße schon rein. Und Jesus bei seinen Jüngern, das war sicher eine harte Arbeit, was er gemacht hat. Diese Füße der Jünger waren sicher wirklich dreckig. Und Jesus kniet sich nieder und ist sich nicht so schade, das zu tun. Und das ist die andere Seite der Medaille. Also einerseits sind wir im allgemeinen Priestertum dazu berufen, die Füße der anderen zu waschen. Aber die andere Seite der Medaille ist auch, dass es an jedem von uns Dinge gibt, die nur der andere, die nur Gott reinigen, waschen kann. Und das ist heute auch die Einladung, diese Bitte auszusprechen. Jesus, wasche mich da, wo es notwendig ist. Wasche meine Füße. Und das ist auch wesentlich, in dieser Haltung zu verharren, weil sonst wird man zu einem Gutmenschen, der anderen immer alles gibt, aber selber nicht merkt, dass da in seinem Leben vielleicht was schief läuft. Diese Liturgie lädt uns auch dazu ein, auf das eigene Leben zu schauen und zu sehen, wo ich auf Jesus wirklich angewiesen bin, wo ich ohne ihn nicht weiter komme. Ja, das ist zu diesem wichtigsten Ritus in der Liturgie, zu dem Mandatum, zu der Fußwaschung. Und jetzt gehen wir weiter. Die Messe geht ihren gewohnten Gang. Und dann gibt es die Kommunion. Und für die Kommunion braucht man vieles in dieser Messfeier, weil sie unter beiderlei Gestalten ausgeteilt wird. Und das Schönste ist, wenn jeder den Leib Christi empfängt und auch selber aus dem Kelch trinken kann. Und das kannst du dir jetzt vorstellen, wenn 200 Leute da sind oder 400 Leute, wie viele Kelche man braucht. Und es gibt immer solche Vorräte in jeder Kirche oder in jedem Kloster, eine Kammer, wo sehr viele Kelche einfach vorhanden sind, so also Gefäße, die man verwenden kann, die man nicht tagtäglich benutzt, weil sie besonders kostbar sind oder weil man sie einfach nicht braucht. Und die werden zur Kommunion oder noch vor der Wandlung auf den Altar gebracht. Und wenn man schon auf den Altar schaut, es ist alles sehr, sehr, sehr glitzernd, sehr hell und sehr golden und oder silbern. Und es ist wirklich ein bisschen so überladen, der ganze Altar mit all diesen Gefäßen. Und wenn dann die Kommunion ausgeteilt wird, dann gehen Priester und ihre Helfer, Diakone oder wer sonst da hilft, nach vorne zu den Leuten, nehmen das Schöne, was auf dem Altar steht, und bringen es zu den Menschen. Und das ist auch ein Bild dafür, was in dieser Feier geschieht. Die ganze Schönheit Gottes wird in der Eucharistie an uns Menschen ausgeteilt. Und das ist das Kostbarste, was wir haben, die heilige Eucharistie, und wird durch die Hände der Priester an das Volk ausgeteilt. Das ist nur ein kurzer Punkt, den man vielleicht anschauen kann. Nach der Eucharistie gibt es noch zwei wichtige Sachen. Also oft ist es so, dass das Allerheiligste dann irgendwo in einer Seitenkapelle oder irgendwo übertragen wird. Dann gibt es Ölbergandacht. Also das ist so Schlussgebet und dann kommen Ministranten mit den Ratschen oder was weiß ich, was die da haben, und geht Prozession zum Ort der Andacht, und dann wird gleich Andacht gehalten, kürzer oder länger. Eigentlich soll das nicht so sein. Das hat sich so entwickelt im Laufe der Jahrhunderte, ist auch eine schöne Form des Betens. Aber nach der Messe lade ich dich dazu ein, bleib ein bisschen sitzen in der Bank, weil
wenn dein Pfarrer oder die Verantwortlichen der Kirche das Messbuch wirklich gelesen haben, also da gibt es immer so Kleingeschriebenes, das man sehr oft überliest, steht es dort, dass man unmittelbar nach der Feier des letzten Abendmahles den Altar entkleiden soll. Auf Deutsch gesagt, man nimmt alles runter und es bleibt nur der nackte Stein oder der nackte Tisch aus Holz. Und dasselbe, man nimmt alle Leuchter weg, alle Tücher, allen Schmuck. Dasselbe geschieht mit dem Tabernakel. Da wird alles runtergenommen, alle Sachen einfach in die Sakristei getragen. Nicht, weil man sie verstecken müsste, sondern weil es auch ein Zeichen ist. Nach dieser Liturgie, nach der Messe vom letzten Abendmahl, feiert die Kirche keine heilige Messe, also unter keinen Umständen, bis zu der Osternacht. Erst in der Osternacht wird wieder die volle Liturgie gefeiert, die heilige Messe. Und das ist etwas, was mich immer sehr beeindruckt hat, selber, als dann nach der Eucharistie Leute gekommen sind und den Altar entkleidet haben. Also so als ob man, es ist ziemlich brutal, so als ob man Jesus die Kleider vom Leib reißen würde. Aber vielleicht ist es auch eine Möglichkeit hinzuschauen und zu sehen, wie Gott sich für uns Menschen hingibt. Da bleibt nichts übrig. Er gibt sich uns ganz, ohne etwas zurückzuhalten. Das ist nur ein kleiner Hinweis auf die erste Sache, die man nach der Messe machen kann. Ich habe schon gesagt, dass eigentlich nach der Eucharistie, es ist zwar erlaubt, es steht auch in den liturgischen Büchern, dass es empfohlen wird, aber eigentlich nach der Eucharistie vom letzten Abendmahl feierte man früher, also ganz, 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 ganz früher, eine Agape, ein Riesenfest, weil Jesus sich uns gegeben hat. Und die Überandacht oder irgendeine Form des Wachens mit Jesus fand erst später an. Und ich finde, das ist ein wunderbares Zeichen, weil das lief so ab. Nach der Messe gehen wir feiern und da gibt es gutes Essen und wirklich tolle Atmosphäre. Und irgendwann um Mitternacht, weil das ist auch die biblische Zeit, wo berichtet wird, Jesus hat in der Nacht gebetet, kam der Diakon und schrie einfach laut, dass Jesus verhaftet worden sei. Und dann las man das Evangelium von der Verhaftung Jesu und danach gingen alle in die Kirche und ließen alles stehen und liegen, wie es war, egal wie es ausgeschaut hat, gingen alle in die Kirche, um mit Jesus zu wachen. Und ich finde, es ist ein wunderbares Zeichen, das wir leider nicht mehr haben bei uns, weil alles so eins nach dem anderen läuft. Es wäre vielleicht schön, das auch einmal so zu machen und deswegen nicht gleich zu der Ölbergandacht zu gehen, nicht gleich in dieses Gebet Jesu einzutauchen, sondern vielleicht in der Kirche ein bisschen zu bleiben, zu schauen, was da mit dem Altar passiert, oder etwas essen zu gehen zu Hause und dann erst also mit Jesus zu wachen. An vielen Orten gibt es die Möglichkeit der Nachtwache bei Jesus. Das ist etwas, was ich sehr empfiehlt. Ja, das wäre eigentlich alles zu der Frage, was wir in dieser Liturgie feiern. Also das Wichtigste, Fußwaschung. Fußwaschung ist das Wichtigste. Das Mandatum, das Gebot, das Jesus uns gegeben hat, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Ist die Frage, wie man an diesem Tag auch beten soll. Also von Ende der Messe vom letzten Abendmahl bis zu der Liturgie am Karfreitag. Ich habe nur eine Empfehlung auch für all diese drei Tage, weil man kann sich zwar gute Vorträge anhören oder fromme Bücher lesen, meine Empfehlung ist, dass die Passionsgeschichte Jesu zu lesen. Nicht gleich nach der Messe vom letzten Abendmahl wirklich auf das Kreuz zu schauen, dass Jesus da gleich leiden wird und so weiter, sondern wirklich
genau zu schauen, was da passiert auf dem Ölberg eigentlich, wie Jesus für uns betet, wie Jesus für seine Jünger betet, wie er sich für uns hingibt, auf welche Art und Weise. Also setz dich hin, nimm die Bibel in die Hand und lies einfach diese Geschichte vom letzten Abendmahl, von der Verhaftung Jesu, von seinem Gebet im Garten und versuche damit auch zu beten. Also lies ein bisschen, bete ein bisschen. Das ist, glaube ich, das Beste, was man am Beten da machen kann. Ich wünsche euch wirklich eine gesegnete Feier und wenn es bei euch in der Kirche, wo ihr normalerweise hingeht, es nicht alles so ist, wie ich euch erzählt habe, dafür gibt es verschiedene Gründe. Aber sucht euch Orte, wo die Liturgie wirklich ganz gefeiert wird, mit allem Möglichen, was dazu gehört. Weil es gibt so viele Zeichen, die wichtig sind, die wunderbar sind, die uns das Geheimnis des Glaubens erschließen, dass es wirklich wert ist, sich die Mühe zu machen. Ja, ich wünsche euch Gottes Segen, alles Gute und dann gibt es auch noch eine Folge über den Karfreitag und eine Folge über die Osternacht, aber die kommen in den nächsten Tagen.